rein in den Park. Hier ist es. Auto haben wir abgestellt hier vorne. Und jetzt geht es hier rauf, hier rüber, irgendwo da durch. Und dann werden wir da campen. Ich hole euch natürlich wieder bei coolen Sachen raus. Interessante Sachen werde ich euch auch zeigen. Und lasst mal ein Like, ein Comment und ein Abo da. Und dann lasst uns das Abenteuer beginnen. Wir werden jetzt den Hauptpfad verlassen hier und werden uns hier querfeld ein. Das Abenteuer hat angefangen. Dickicht. Dickicht. Fancy Jacke ausziehen, ist schon zu heiß. Schon am Schwitzen. Verstauen. Do espinhaço e aqui ela vai dividindo, né? Aqui querendo ou não, da hoch. Poxa. Vou levar com the beach. Not on the mountain. Jetzt sind wir ungefähr eine halbe Stunde hier am Herauflaufen. Haben fast Top erreicht. Ist anstrengend, ist windig, ist neblig, bin ich komplett ölig bereits. Aber wenn ich zu lange stehen bleibe, dann werde ich wieder, wird mir wieder kalt wegen dem Wind. Ist ungefähr keine 20 Grad. Ja, jetzt sind wir hier rauf am Laufen. Stellung der Erde ändert auch die ganze Zeit. Hier sieht man wieder, hat es wieder mehr solche Lehm, da hat es wieder Sand. Pontas, tipo quando você olha pro sol. Steinformationen. Sind wir oben angekommen? Der Ausblick. Hinten hat es noch eine Höhle. So, da hinten haben wir heute Nacht übernachtet. Da unten sind die Autos. Da sind wir jetzt alles hier hoch. Und dann geht's hier hinten, geht's dann ins Valle, Valle do Paci, Chapada Diamantina. Genießen wir noch ein bisschen den Ausblick und dann geht's weiter. Regen, alles zusammen. Verschiedene Erde, haben wir wieder Sand, kommt bevor wir am Meer. Der Guide hat gesagt, hier, das ist der einzige Ort von Brasilien oder auf der Welt, wo, oder von Brasilien, wo alle fünf Arten von Erde, von Typ, von Art von Erde vorkommt. Also wir haben hier
bevor, so wie an der Beach irgendwie, sind wir ungefähr 250 Meter höher hier auf diesem Plattform und dann werden wir uns diese Spitzen anschauen, diese Mountains. Dort ist das Castello, sagen wir, das ist die Burg, sagen die Einheimischen dem. Und der Regen kommt, ich weiß nicht, ob ich jetzt die Regenjacke bereits auspacken soll. Schauen wir mal. Hier wieder in einem Moorgebiet, Sumpfgebiet. Der Regen kommt, der Wind peitscht einem durchs Gesicht und es ist ein bisschen kalt hier. Das Wasser hat alles weggespült hier. Wenn es hier regnet, dann regnet es. Spider, let me see. Que linda! Can we eat that? No. Come here. No. Whoa! Zusammensetzung des Bodens ist momentan so, ist ein bisschen schlammig. Ist jetzt der ganze Weg so schlammig hier. Ich bin schon bereits fett eingesunken mit meinem Schuh. Der Guide hat sich darüber lustig gemacht. Vorne, das ist der Berg des Haifischmaul. Sieht aus wie ein Haifischmaul hier. Zusammensetzung des Bodens hat sich wieder verändert. Ist wieder stabil. Wir sind jetzt in der Mitte. Da hinten sind wir gekommen. Und jetzt gehen wir zu den ersten drei Wasserfällen. Aussichtspunkt angekommen. Da geht es hier runter und ich glaube, hier ist dann, dort werden wir übernachten in diesem kleinen Village. Da hat es noch ein Höhenkreuz da oben und da hat es jetzt verschiedenste Wasserfälle, die wir dann später abchecken werden. Schaut euch mal den Wind an. Komplett windig. Geht's weiter. Ciao Aussicht, rein in den Dschungel. Dann haben wir hier eine Treppe. Oh, können wir natürlich wieder
schnell Meter machen. Schöne Treppe. Der Abstieg hat sich jetzt zu einer kleinen Kletterpartie entwickelt. Es ist relativ rutschig. Man muss aufpassen, dass man so diese Steine nicht wegtritt. Und ja, es ist relativ steil hier. Hier sieht man bereits, der Ast ist komplett abgeschaben, weil hier halten sich natürlich alle, die hier vorbeikommen. Und die Rinde ist schon komplett weich und schwarz. So, wenn man das jetzt mal hier vergleicht, so derselbe Baum. Und das habe ich jetzt schon ein paar Mal beobachtet. Der natürliche Dschungel, der ist nur ungefähr 70 Jahre alt. Vorher haben die hier alles Kakao angepflanzt, bis zum Zweiten Weltkrieg plus minus. Und seit 1985 ist das ein Naturschutzgebiet. Und die Bäume, die hier sind, maximum 70 Jahre alt. Wir sind jetzt unten angekommen, sind gleich hier durch einen kleinen Urwald gelaufen. Urwald, Anführungszeichen. Jetzt gehen wir hier runter und dann glaube ich zum ersten Wasserfall oder zum Haus. Mal schauen. So, sind wir angekommen bei unserem Haus. Da sind wir durch. Da oben sind wir runter. Zack. Wir sind jetzt hier am ersten Ort angekommen. Hier werden wir kurz Wasser auffüllen. Und ich werde euch hier kurz zeigen. Es hat eine kleine, also es hat so Hütten, da kann man übernachten. Einen kleinen Markt, also Supermercado. Dann haben wir hier eine kleine Kirche. Ich glaube, dann gibt es hier weiter zu den Wasserfällen. Das sind die Leute, die hier schlafen. Da ist der Wassertank. Die haben hier Solarpanels. Und das Wasser, das man hier trinken kann, das kommt direkt von der Quelle. Das zeige ich euch mal gleich. Hier sind die Toiletten. Und hier hat das Wasser direkt von der Quelle. Kann man einfach so trinken. Ja. Wasche, das sind alles Häuser. Und zu übernachten. Hat das hier, machen die noch irgendwie etwas ganz Basisches zu essen. Schauen wir uns kurz so einen Raum an. Ganz simpel, einfach ein Bett, zwei Decken, Tuch, um sich abzutrocknen. Ein kleines LED-Licht, das mit der Solar gespeisen wird. Survival Style. Mit einer Liane angemacht. Über zwei. Jo, das ist die Brücke hier. Es hat angefangen zu regnen. Ich habe jetzt hier meine Matte ausgepackt. Ja. Und schauen mal, ob, wenn es stärker wird, dann müssen wir natürlich Plastiksäcke rausholen, Zeugs einpacken, aber momentan funktioniert es gut so. Jetzt geht es wieder rauf. Boden, hart getretene Erde. Das sieht mir wie gutes Zundermaterial aus hier. Schön trocken. Kommen den Wasserfall immer näher. Witzig, so ein Termitenbau. Schaut euch das mal an. Kletterpartie geht in die nächste Round.
bisschen Dschungel weg, Sträßchen. Dann gehen wir zum zweiten, dritten Wasserfall. Und Lianen, die hat Harzzahn schon benutzt. Relativ fest. Damit könnte man gute Seile bauen. Hier rüber und dann so zum Wasserfall, der da um die Ecke steht. Yes, Tarzan time. Wow. Schauen, welche Wurzel fest ist. Da festhalten. Juh. Richtiges Bergsteigen hier. Geschafft. Hier so eine Liane gefunden. Jetzt schauen wir mal, jo, ob das hält. Es geht schon relativ runter hier. Ja, Gewichtcheck funktioniert. Kamera ist auch einigermaßen okay. Dann lass uns das wagen. Volles Gewicht nicht. Okay, das kommt jetzt. Jetzt volles Gewicht auf die Liane. Wow, gehalt, hat gehalten. Ganzes Gewicht. Das Abenteuer geht weiter. So, hey. Geht's weiter. Kletterparty. Jetzt hier wieder auf dem Highway. Hat angefangen zu regnen bis zum geht nicht mehr. Ich habe leider meinen Rucksack-Cover nicht dabei und darum habe ich jetzt eine Plastiktüte rübergestellt. Das sollte auch funktionieren. Jetzt haben wir hier eine Ananas gefunden, eine wild wachsende Ananas. Jetzt geht's zur Hütte. Da sind unsere Hütten, da werden wir heute Nacht übernachten. Jo, da sind wir angekommen, da unten ist es. Oh, was ist das schon? Was ist das schon? Das ist hier zum Schuhe waschen für die Kakao-Mitarbeiter. Zeige ich euch jetzt mal kurz noch die Toilette. Hier ist die Toilette, ganz einfach, ganz kaltes Wasser. Toilette und Bathroom. Dann finde ich noch interessant zu sehen, diesen Boden, das ist so festgetretene Erde. Ich kann das ein bisschen wegschaben. Und das ist dann mein Puff. Seht ihr, wie interessant dieser Boden. Da kann man einfach wegkratzen. Einfach festgetretene Erde. Dann haben wir so ein bisschen Pflanzen. Da habe ich eine Minze gesehen.
Hier voller Bananensträuche. Bananensträuche, Bananensträuche. Haben hier noch ein paar WCs. Interessant, das ist die alte Art und Weise, wie man Mauern gebaut hat. Hier einfach diesen Lehm genommen, so eine Holzstruktur gemacht und dann das hingeflatscht. Und das ist hier seit 40, 50 Jahren. Dann haben wir hier unten haben wir Avocados. Riesen-Avocados, schauen wir uns die gleich mal an. Dann haben wir hier Rosmarin, Klassiker, Avocados. Dann haben wir hier Limau, also Zitronen. Dann haben wir, ich glaube, Orangen da. Das sind die Dann haben wir hier Zuckerrohr, Klassiker. Mit dem machen wir, heißt Cauda di Cana, heißt das. Und ich zeige euch mal noch kurz die Küche. Das ist der Platz zum Essen, Wasser holen, sogar eine Waschmaschine. Ganz alte Decke. Ja, so ein Massenschlag, 1, 2, 3, 4, 5 Bette. Mehr 6 Bette. Das ist das Wassersystem, das kommt dann von der Quelle. Kommen die hier in die ersten Tanks rein und dann werden die in die WCs geleitet. Und ich habe jetzt gleich noch mit dem Owner, also dem, der diese Pousada gehört, gesprochen und er hat gesagt, sie haben hier einen Esel, den sie halt dann für den Transport benutzen, weil, ihr habt es gesehen, um hier hinzukommen, muss man relativ lange laufen. Ja. Und wir sind jetzt hier, wir werden jetzt hier das essen, die werden jetzt hier kochen und werden wir noch ein bisschen Aussicht genießen und dann morgen geht es weiter. Guten Morgen! So, jetzt geht's auf zum Castello, also zur Burg. Das ist eine Felsformation hier in Mitte von Paci und es ist relativ neblig, es ist kalt. Schon den Windschutz draußen. Wir haben nur ein bisschen Nahrung dabei, ein bisschen Wasser. Und jetzt gehen wir hier hoch. Sieht man leider jetzt nicht auf der Kamera, ist alles voller Nebel. Werden wir jetzt hier hochgehen, dann die Aussicht genießen. Upp. Da laufen wir jetzt. Die Jacke bereits ausgezogen. Nach nicht mal 500 Meter schon komplett an. Anfangen zu ölen. Jetzt hier durch diese Steine, das ist ein bisschen schlüpfrig, aber alles okay. Jetzt haben wir den Fluss verlassen und werden uns hier hochkämpfen. Negonu, große Faune. Damit kann man Tee machen gegen Rückenprobleme. Ist voller diese große Faune hier. Kommt mir vor wie Jurassic Park. Ja, sieht aus wie Palmen. Sind riesig diese Dinge. Negonu heißen die. Die Ameisen bauen hier ihr Nest zurück. Wegen dem Regen hat es weggeschwemmt. Und die sind ganz fleißig hier. Das hier ist eine
Cajarana, Cajarana, das ist ein nativer Baum, der hier gewachsen ist oder immer noch wächst. Aber die werden eigentlich gar nicht so dick und der ist schon seit über 100 Jahren hier und das Holz ist noch nicht, ist immer noch gut, schaut, über 100 Jahre, 80 Jahre mindestens. Und das Teil ist nicht verrottet. Der Guide hat gesagt, es gibt hier Häuser, die mit diesem Holz gebaut sind und die sind über 80 Jahre alt und die halten immer noch. Es sind resistent gegen Termiten, gegen Schimmel, gegen Pilze, gegen alles. Leider wurde der ganze Baum hier aus der Region, hat gesagt, da oben gibt es noch einer, der ungefähr 500 Jahre alt ist. Dann werde ich euch den zeigen. Ich glaube, der macht auch noch Früchte. Da haben wir nochmal diesen Jacarana, 500 Jahre alt und sieht aus, wie wenn der eben gestern erst geschnitten wurde. Wurde von über 80 Jahren geschnitten hier, das Teil. Also dieser Baum hier, der wird immer noch verwendet für, wurde verwendet. Jetzt ist es ja verboten, den zu schneiden und zu roden. Wurde hauptsächlich für Schindeln, da wurden Schindeln gemacht. Muss ganz dünn sein, sonst sind sie zu schwer für das Haus und der Boden, weil wie gesagt, es ist Resistenz gegen Feuchtigkeit, gegen Schimmel, gegen Termiten und daher wird und Struktur wird mit diesem Holz gemacht, wurde gemacht bis jetzt. Da haben wir jetzt einer, der noch lebt, bietet Lebensraum für Bromelias, für andere kleine Pflanzen, für diese Faune und ja, der Guide hat gesagt, er ist keine 400 Jahre alt. Der Guide hat jetzt gemeint, er kommt hier rauf ohne die Hände zu benutzen, weil er das mal testen musste, weil er hat immer solche spannende Leute, die keine Arme haben, hat er schon raufgebracht, Leute ohne Beine hat er schon raufgebracht im Rucksack. Krasser Typ. So, kleine Pause hier unter dem Felsvorsprung. Sind ungefähr in der Hälfte und ja, überall Wasser, das runterplätschert, kleine Wasserfälle. Und es kommt mir so vor, wie wenn wir hier so ein Bachbeet hochlaufen. Große Steine, Schlamm und ungefähr 45 Grad Winkel. Jetzt sind wir die Hälfte, bald haben wir es geschafft. So, wir müssen hier da ruf. Jetzt müssen wir hier den Geröllhaufen klettern. Das ist ein kleines Flüsschen. Die sind extrem rutschig, diese Steine. Muss da verdammt aufpassen. Da der Wasserfall von gestern. Hinten. Kletterpartie. Rote Flechte habe ich auch noch nie gesehen. 18. Runde an Kletterpartie, die wir haben. Steinig, rutschig. Rutschig. Spagat. Juh. Jetzt geht's wieder. Das ist der Wasserfall von gestern hier. Da sind wir da in diesem Valley alles gelaufen, bis da.
dann sind wir da hoch, da sind wir da runter bis zum Haus, da ist das Haus. Sind wir hier oben, leider voller Nebel, sonst hätte man hier einen super Ausblick auf die Serra, ich sage dem Serra, also auf dieses Plateau auf der anderen Seite. Vielleicht bei dem Rückweg sehen wir das. Interessante Form der Steine. Sieht aus wie Schuppen. Schaut doch das an. Wir gehen jetzt hier hoch, dann werden wir hier durch so einen Tunnel laufen, eine Höhle laufen. Hier hätte es noch einen anderen Weg. Da muss man aber 2 Tage einrechnen und man muss das Ganze, man muss sein ganzes Gepäck, Ausrüstung, Zelt und so mitnehmen. 2 Tage Minimum läuft man da durch und dann kommt man zum Morro, irgend so einem Morro. Mooslandschaft. Licht und los geht's. Herzlich willkommen zum 2. Video. Heute werden wir zusammen eine Grotte erkunden. Licht ist dabei. Sieht man nicht so viel. Das Abenteuer kann beginnen. Eingang in die Höhle. Leider in der Höhle, man sieht nicht so viel. Jo, das Licht sieht man hier, okay. Alles klar, dann gehen wir los. Ein grüner Felsen. Das ist das Wasser, das hier runterkommt. Ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera sieht, das muss ich dann später schauen. Ja. Höhlenforscher. So, jetzt werden wir in einen Part der Höhle reintauchen, der ein bisschen tiefer wird. Die Höhle, die Decke bis anhin war ungefähr 20 Meter hoch. Jetzt wird es enger. Hier ist die Höhlendecke. Man kann noch aufrecht stehen. Ja, muss aufpassen, wo ich hinstehe. Natürlich, das Licht ist nicht super. Boden ist so ein bisschen sandig. Hat Steine. Das Licht besser. Ja. Agora. So, Kletterparty. Jetzt haben wir den dunklen Teil verlassen. Klettern hier wieder raus. Ja, hier hinten ist die Höhle, komplette Dunkelheit. Neandertaler kommt. Raufklettern über rutschige Steine voller Wasser. Und da gehen wir zur Aussichtsform. Okay. Hoppa! Da geht's das Loch runter, Mann. Jetzt sind wir angekommen, 1300 Meter. Von da hinten sind wir gekommen, hier oben auf dieser Plattform. Jetzt sind wir alles hier. 360. Ich werde da noch ein paar Detailaufnahmen machen. Hier sind wir. Es ist windig, es ist ein bisschen kalt. Aber ja, die Sicht hat sich verbessert. Man kann schon ein bisschen weiter sehen.
o Vale do Calisto, lá em cima Serra Escura, ali Morro do Peito, lá esse campo de visão todo, Gerais do Vieira, lá a Cachoeira do Calisto, aqui o Morro Branco, kleinen Tee. Ich zeige euch, wie man den vorbereitet. Mhm. Ach so. Nice. Den harten. Machen wir so die Hälfte, machen wir so ein Loch. Und dann kommt. Ein bisschen auffüllen. Dann das rein, das Röhrchen, Strohhalm und dann hier auffüllen, diese Seite. Haben wir jetzt Wasser eingefüllt und dann... Schamate. Hier geht's durch. Opa. Wurzel, Werk, Schlammi. Dann habe ich hier wieder so eine Halbhöhle. Diesen Bogen an, komplett massiv. Macht hier so eine Brücke. Das ist wieder der Höhleneingang. Rein auf die andere Seite. Forschungsmission kann beginnen. Let's go! Komplette Dunkelheit hier. Jetzt geht's zurück hier durch. Monstro! Okay, das ist nochmals die Aussicht, die wir heute Morgen nicht genießen konnten. Hier nochmals in der vollen Pracht. Da unten haben wir übernachtet. Da war der Wasserfall. Dann sind wir von da runter
darüber zum Haus gelaufen. Und jetzt heute waren wir hier hinten. Aussichtsplattform. Sieht aus wie so ein Pilz oder so. Der ist ganz. Fühlt sich an wie so ein. Ja, irgendwie. Wir sind zurück in der Posada. War ein super Abenteuer. Jetzt sind wir wieder runter. Sind noch ein bisschen am Fluss gechillt. Und jetzt hier warten, bis es Essen gibt. Schlafen und morgen geht's weiter. Guten Morgen, heute ist der letzte Tag hier in Paci, Chapada Diamantina. Heute werden wir rausgehen aus diesem Park, aus diesem wunderschönen Park, wo wir 3 Tage verbringen durften. Jetzt werden wir frühstücken, ich werde euch noch 1-2 Sachen im Haus zeigen, die mir aufgefallen sind. Dann werden wir weitergehen, es sind glaube 20 Kilometer, die wir heute laufen. Also gestern waren wir da oben. Sehen wir das auf der Kamera? Ja, ja. Und es gibt auch noch einen Trip, hat er gesagt, der Guide, da müsste man 2 Tage einrechnen, da würde man da hier rüber gehen und da hat es eine Plattform, da könnte man auch übernachten. So, frühstücken und dann geht's los. Schön altes System, Nagel dran und läuft. Solarsystem, hier kommt das ganze Solar rein, ganz einfach ein Konverter, dann hat es hier ein Breaker und dann hier unten haben wir die Batterie. Das ist das Frühstück. Kaffee, Wasser, Schaf. Und das hier sind Bolinha da Chuva mit Bananen gemacht. Alles auf Bananenbasis. Jo, da müssen wir uns stärken. Essen gibt es erst wieder 7 Uhr abends. Wir bauen hier solche Wasserrillen, damit das Wasser, wenn es regnet, hier abfließen kann, hier nicht staut und auch damit das Wasser dann nicht solche Rillen macht und die Straße komplett unbegehbar macht. Bauen die überall wieder solche Rillen ein. Hier hat es wieder eine. Auf dem ganzen Weg verteilt gibt es diese Rillen. Hier sieht man jetzt, hat es alles aufgestaut, das ist alles jetzt matsch geworden. Hier hat es so eine Eingrabung, um das Wasser abzulaufen zu lassen und da vorne. Aber hier wegen dem Schatten ist alles voller Matsch. Das sieht ungefähr so aus. Zusammensetzung des Bodens ist wieder la. Sparrow. Extrem trockenes Teil, Zeug sandig. Soeben mit dem Guide gesprochen, wie die hier Sachen transportieren, also in die Posada, in dieser kleinen Jugendherberge, wo wir übernachtet haben. Hier transportieren die alles mit Eseln oder Maultieren und so ein Maultier macht ungefähr 30 Jahre. So ein Maultier von der nächsten City bis jetzt zu diesem Platz, da wir waren, kostet 300 Reais. Und so ein Esel, Buhu nennen wir den hier, der kann 60 Kilo so im Durchschnitt, kommt auf die Größe drauf an. So 60 Kilo im Schnitt tragen 30 auf jeder Seite. Und das andere Interessante, das ich gefunden habe, ist, so ein Buhu, also so ein Esel, wenn der so eine Reise macht oder so 60 Kilo transportiert, der kann das 2-mal am Tag machen. Also an einem Tag kann der 2 Reisen machen. Hin, zurück, hin und danach, jetzt müsst ihr gut aufpassen, muss er 3 Wochen Pause machen. Sonst mag der nicht.
Und die haben hier auch noch Maultiere. Und der Guide hat gesagt, die Maultiere, die sind so sturköpfig. Wenn die nicht mehr wollen, dann liegen die einfach hier hin. Liegen die hier hin, muss man das Gewicht wegnehmen. Man kann sie schlagen, man kann machen mit ihnen, was man will. Und sie bewegen sich einfach nicht, diese Maultiere. Ja. Diese Serra, also dieses Plateau hier, hat er gesagt, erstreckt sich auf 1800 Kilometer bis ans Meer. Ein riesen Gebirgszug. Und wir sind darüber gekommen. Wir werden jetzt hier hinten durchlaufen, dann zum Wasserfall, dann hier rüber und zurück hin zum Car, zum Auto. Welche Wege kann der Esel hier laufen? Und noch ein interessanter Fakt zu den Eseln war, die haben härtere Hufe, darum sind die geeignet. Pferde, hier das einzige Transportmittel, wie gesagt, sind Esel und Maultiere, weil Pferde, die haben zu dünne Hufe oder zu weiche Hufe. Und mit zu weichen Hufen, die werden zu schnell abgetragen hier. Und wenn man das mit einem Hufeisen zumacht, dann haben die keinen Grip mehr, diese Pferde. Daher das einzige Transportmittel hier sind Esel. Das sind alles Quellen, Wasserquellen, die hier rauskommen. Jetzt sind wir über den Hügel, sind da raufgekommen und werden jetzt unser Gepäck hier verstecken und dann werden wir da zum Wasserfall runtergehen. Zusammensetzung der Erde ist wieder sandig. Und hat kein Lehm mehr. Haben jetzt unser Gepäck gebunkert im Gebüsch, haben unsere leichteren Rucksäcke montiert, das Wichtigste mitgenommen, bisschen Wasser. Und jetzt werden wir hier runtergehen zu einem wunderschönen Wasserfall, wo wir noch ein paar Stunden chillen werden. Die Strecke hat sich jetzt auch wieder verändert. Es ist jetzt alles Matsch und Wasser. Überall hat es Matsch. Und gibt es immer wieder solche Rinnsale, die man überqueren muss hier. Es erinnert mich wie das Tauwetter in den Bergen, wenn man dann da so einen Wanderweg hochgeht. Und einfach der Schnee und das Eis runterschmilzt, haben wir die gleichen Straßenbedingungen wie hier in Chapada Diamantina im Nationalpark Patschi. Gleich sind wir da. Es hat immer wieder solche, sieht aus wie geschmolzenes Gestein. Da hinten sollte dann der Wasserfall sein.
hier den Dschungel. Bald sind wir beim Wasserfall, man kann ihn schon hören. Cadê o cachoeirão? Estamos no cachoeirão. Tá ali, né? Quero apertar com ele. Heute waren wir hier unten hinter diesem Berg, dann sind wir hier hoch, dann davor, nach vorne gelaufen und dann dahinter, man sieht das vielleicht auf der Kamera nicht, da hinten runter und da war der Wasserfall. Jetzt mussten wir alles wieder hoch, runter, über Bäche, zack, 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 hier hoch und jetzt sind wir bald da, da geht es dann runter und dann sind wir beim Auto. Ja, ist anstrengend, meine Füße sind voller Blattern. Und ihr seht, das Wetter hat auch wieder gewechselt. Es ist wieder windig, kalt geworden. Und es sieht aus, wie wenn es später noch regnet. Da kommt schon eine Front auf uns zu. Ja. Ja, das war's mit dem Abenteuer hier in Pachi. Chapada Diamantina. Das war's für. Das war unser 3-Tages-Trip. 2 Nächte haben wir da übernachtet. Wir werden dann noch 3 oder 4 Nächte hier bleiben in Chapada Diamantina und ich werde euch dann noch 1, 2 coole Wasserfälle und Grotten zeigen. Falls dir das Video gefallen hat, du etwas dabei gelernt hast, dann würde ich mich natürlich über ein Like freuen, über einen Kommentar. Falls du etwas besser machen möchtest oder anders haben möchtest, würde ich mich natürlich sehr freuen, ob dir diese Art von Inhalt gefällt. Ja, dann sehen wir uns im nächsten Abenteuer.
eines Outro, das war mein Guide, der hat uns von A bis Z durchgebracht in Chapada. Er macht Eintagestrips, Dreitagestrips, Fünftagestrips, Achttagestrips. Falls ihr ihn organisieren möchtet für euren Chapada-Trip, dann lasst einen Kommentar da in den Kommentaren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Hallo Leute, es geht zu einem neuen Abenteuer. Heute gehen wir zwei Wasserfälle abchecken. Und dann nehme ich euch natürlich wieder mit. Und heute ganz unkompliziert mit Flipflops unterwegs, weil meine Füße noch von den drei Tagen in Patschi komplett kaputt sind. Das ist der Weg. Das war angeblich der alte Weg, um die Diamantinen suchen. Diamantinen, die Diamanten. Die Diamanten suchen die hier mit Peneras, also die waschen, und da hat es 6 Gitternetze oder verschiedene Gitternetze, Masche mit verschiedenen Größen, und ganz am Schluss ein ganz feines Sieb, wo dann die kleinen Diamanten stecken bleiben. Ich hoffe, die zeigen das hier im Museum. Kann ich euch das zeigen? Hier ist jetzt der Weg. So sieht das aus. Und das wurde wirklich hier benutzt, der alte Weg, um die Diamanten zu waschen. Um den Leuten, die da arbeiten, Nahrung und Zeug zur Verfügung zu stellen. Vegetation ist auch üppig, voller Vegetation. Genau, das ist noch, das wollte ich euch letztes Mal noch zeigen. Ich glaube, das habe ich euch schon gezeigt. Das ist dieser Kaktus, den kann man essen. Da muss man dreimal kochen, damit er sein Wasser verliert, und dann wird er so ein bisschen frittiert. Der heißt Schick-Schick. So viel ich mir erinnern kann. Vegetation ist schon üppig. Es hat viele verschiedene Zeugs hier. Dass wir dort, wo ich wohne, in Bahia, haben die das nicht. Versuche das natürlich alles auf die Kamera zu bringen für euch. Jetzt geht's weiter. Wir sind gleich da beim kleinen Museum. Und dann werde ich euch dort noch ein bisschen rumführen. Und jetzt ist das Museum, das wurde das Original getreu nachgebaut, restauriert. In diesen Häusern haben dann die Diamantsucher übernachtet, die Arbeiter. Also die Garimperos, das sind diese Leute, die hier Diamanten geschürft haben, und die sind in solche Löcher rein. Hier sind die so rein, haben dann das Kieselzeug rausgeholt und haben dann das gewaschen. Ungefähr so sieht das aus. Natürlich jetzt verboten. Ich werde euch die ganze Geschichte nochmals ganz genau erzählen. Ich muss die auch nochmals hören, da kann ich euch das ganz genau zeigen. Wenn wir jetzt nochmals kurz eine Grotte anschauen, dann gehen wir ins Museum rein. Im Museum, das war früher auch ein Haus von den Garimperos. So haben diese Höhlen ausgesehen. Normalerweise waren einfach hier so ein bisschen Windschutzwand, Windschutz, dann über hier, über diesen Überhang, so ein kleines. Ja, da haben die Diamantschürfer hier so übernachtet, hier unten, da unten. Das war so Klassik, und da vorne, wo das Museum ist, ist natürlich alles noch überdacht und besser gemacht, aber so sieht das aus. Haben die einfach so ein bisschen Mauerwerk gezogen mit Steinen, und das hilft schon gegen die Witterung und so. Hier wäre dann das vom Kollegen, und hier sieht man nochmals die Werkzeuge, die da hatten. Sieht aus wie eine Feuerstelle. Haben die hier Feuer gemacht, Wasser gekocht. Sieht auch schon alles rußig aus hier. Ich nehme an, das ist jetzt so eine Goldschürfpfanne. Auch cool, so eine Trog, Wassertrog, um Zeugs klein zu machen und so. Feisen. Dann das hier sieht aus wie eine Couscous-Maschine. Hier so auf Wasser rein. Bin mir nicht ganz sicher, ob das so war. Ja, und da hat man hier so einen coolen Ausblick. Da
Da hat es noch weitere, das ist immer so ein größeren Stein, Felsvorsprung und dann ja, dann zieht man diese Mauern. So gehen wir ins Haus des Garimpero rein. Das ist jetzt natürlich alles ein bisschen schöner gemacht, Museum. Das war die Küche, da haben die da gekocht, der Rauch ist dann hier rausgegangen, das war hier oben offen. Dann hier war das Schlafgemach und hier hinten sind die ganzen Werkzeuge, die die Diamantsucher benutzt haben, um hier einmal Diamanten zu schleifen. Das dreht dann den Diamant, sieht man den hier, haut man hier rein, damit man den Diamant schleifen kann. Das ist eine englische Konstruktion. Dann haben wir hier, wenn man dann die Diamanten geschliffen hat, gibt es einen Staub. Der Staub wurde dann hier in dieser, wurde dann hier weiterverarbeitet. Und hier haben wir noch verschiedenste Winkel, um den Diamanten hier, sieht man das, dann zu schleifen und zu formen. Die Diamanten an, also hier hat er gesagt, Fehaji, wenn man diesen Stein hier findet, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es Diamanten gibt, höher. Und so sieht so ein Diamant aus, also es ist ein großer. Normalerweise sind die so klein. Dann gehen wir hier ins Schlafgemach rein. Das ist so eine typische Kleidung der Leute, die gearbeitet haben. Die Arbeiter haben ungefähr 18 Stunden am Tag gearbeitet. Und das Diamantsuchen, das war die Hoffnung von den armen Leuten, um einen großen Jackpot zu machen, um ja das arme Leben hinter sich zu lassen. Hier nochmal so ein bisschen Equipment. Das ist ja so, natürlich immer schön beim Diamantsuchen geglättet zu sein. Genau. Hier so eine klassische Tasche. Dann das Werkzeug, das sie benutzt haben hier. So Meisel, Pickaxe, dann hier diese Brecheisen, dann hier Hammer, Ultrahammer, um natürlich hier reinzuschlagen, Stein rauszuholen. Schauen wir uns nochmals kurz die Küche an. Und da hat es hier noch ein, zwei Werkzeuge, die ich euch gerne zeigen möchte. Also hier, das ist ein Leihlicht, so ein ganz normales Licht. Das hier, das war so ein Scheinwerfer, so ein Scheinwerfer, da kommt oben so ein selbstgemachtes Öl rein und dann kann man da so diese Pumpe aktivieren und hier kommt dann so ein Leuchtstrahl raus. Das ist der Sempre Viva, hat gesagt, ist ungefähr 18 Jahre alt. Das hier, das war ein altes Feuerzeug, also hier kommt Öl rein, dann hat es hier einen kleinen Stein drin, der dann Funken gibt und hier, wo diese Schraube rausgeht, kommt dann das Licht raus. Also das Feuer. Hier nochmal so ein Garimpero. Wieder eine stucked wall hier. Rauch geht dann hier raus. Hier war sehr wahrscheinlich die Küche. Man hier etwas gekocht. Ganz einfach alles offen, mehr oder weniger. Und dann haben die hier irgendwie hier gepennt. Und ja, so einen natürlichen Regenschutz. Die waren ja natürlich hauptsächlich 18 Stunden am Tag schürfen, kochen und pennen. Und da haben sie nicht wirklich darauf geachtet, wie gut sie schlafen können. Sollte einfach trocken sein und safe, damit die am nächsten Tag dann natürlich wieder weitermachen können mit Schürfen. Obrigado.
das ist der Weg, den wir einschlagen. Durch Steine ist eigentlich noch alles relativ schön. Ich kann hier gemütlich mit meinen Flippies laufen. Da werden wir jetzt den ersten Wasserfall abchecken. Der sollte Hydromassagen haben, so wie ein Whirlpool. Schauen wir uns das mal an. Und da gibt es noch einen anderen Wasserfall, der ist da, dieser Schlucht hier, muss man noch 20-30 Minuten laufen. Das ist die Frucht Mukuje. Von dieser Frucht, oder Tupi auch genannt, von dieser Frucht hat die Ortschaft ihren Namen. Wo sieht man eine Frucht? Da hinten. Erkunden wir den Wasserfall zusammen. Oh. Schöne Treppen. Ja, alles gemacht für faule Abenteurer. Nasse Angelegenheit, super cool, schöne Massage, was will man mehr? Keine Sau hier, ganz alleine, ja, so kann man es aushalten. Jetzt werde ich mich auf jeden Fall mal auf den Weg machen zum nächsten Wasserfall. Nass, es ist mir kalt, der Wind peitscht hier durch, schaut euch das mal an hier. Da muss ich einfach an den Remo. Remo! Ja! Kalt duschen. Ne, nicht duschen. Abtrocknen. Da hinten war er. Schöne Landschaft hier. Absolut atemberaubend. Weg zum zweiten Wasserfall. Und der Weg super easy. Da kann jeder machen. Ich mache das jetzt mit Flipflops. Schön gerade, kein Thema. Aussicht so ein bisschen so. Schuhe ausgezogen. Sieht aus wie ein Beachweg. In der Mitte von gar nichts. Wie sehen? Ein Termitenbau, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Da hinten hat es noch einen. Weiter hinten ist komplett voller Termitenbauten. Ich habe da ein bisschen, vorhin habe ich da in einem bisschen rumgestochert. Die sehen alle ausgestorben aus, irgendwie diese Termitenbauten. Kann man nochmal schauen, hier nochmal einer. Der Weg hat sich ein bisschen versteinert, aber immer noch easy zum Laufen hier, ohne Schuhe. Jetzt hier an diesem Fluss angekommen, das ist der Fluss, wo sie die ersten und am meisten Diamanten rausgefischt haben. Da hinten hätte es noch Ruinen von diesen alten Häusern, die ich euch vorhin gezeigt habe. Da werden wir jetzt überqueren. Und da hinten ist der Wasserfall. Ich habe mir jetzt gleich noch diesen Kanga wie ein Schal rumgebunden, weil ich hier in dieser Sonne, respektive die Sonne drückt durch, es hat keine Sonne, aber ich wurde schon zum Redneck hier. Ist komplett rot von den 3 Tagen in Pachi.
360. So wie es hier aussieht. Schöne Formation. Der Wasserfall ist hier. Das ist jetzt so klassisches Material, das man dann filtern würde, wo dann die Diamanten drin sind. Diamonds! Da sind diese Hütten. Jetzt haben wir jetzt unser Auto hier gelassen und werden uns hier zu einem Wasserfall, der heißt Mossa Loira, also die Blondine. Wir werden uns jetzt mal schauen, ob wir da durchkommen. Normalerweise diese Routen haben keine Schilder und so. Die haben hier keine Schilder und so, weil das ganze Dorf von Tourismus lebt und daher machen die, ja, muss man sich halt immer so einen Guide organisieren. Aber ich habe jetzt gedacht, und wir haben jetzt gedacht, bei diesem Wasserfall, der ist ja nur so 500 Meter, einen Kilometer weiter entfernt, werden wir das riskieren. So, komm mit. Hört ihr den Wasserfall? Da hinten muss er sein. Schöne Massage für die Füße. Läuft sich relativ gut hier. Keine Probleme. Bisschen angeschlagen. Geht aber. Hier angekommen, Wasserfall Mossa da Loira, also die Blondine, das blonde Mädchen. Bisschen dunkel, hier sind wir schon im Canyon drin. Da hinten ist die Straße und das Auto. Hier ist noch der Friedhof von Mukuge. Ist auch noch eine spannende Geschichte. Ah, jetzt hat mich irgendetwas in den Fuß gepiekst. Anyway, die hatten Ebola hier, eine Krise. Und die konnten dann die Körper nicht verbuddeln. Darum haben die das hochgebaut und dann die Körper da reingetan. Und ich frage mich ehrlich, warum sie das Zeugs nicht verbrennt haben. Ich bin kurz reingegangen und dann gleich wieder raus. Ist nicht so mein Dings, dieses Graveyard-Zeugs. Aber die sind relativ schön gebaut, das Zeug. Sieht aus wie kleine Kirchen und so. Ich weiß nicht, ob ich meine Kamera hier einstecken kann. Das sieht sehr, sehr verdächtig aus. Und hier alles auf dem Kopf. Da sind wir in der Kirche, bei der Kirche, ist leider abgeschlossen, gibt nicht so viel zum Tun hier, sieht relativ ausgestorben aus. Schlangentime. Komm schon mal nach Kelly. Cobra. Schon mal Cobra.
Hallo Leute, es geht weiter auf unserem Abenteuer im Chapada Diamantina. Heute werden wir eine Flusstour machen. Vielleicht werden wir dann nochmals einen Wasserfall abchecken, das weiß ich nicht. Jetzt kommt es drauf an. Wir sind hier, wir sind die einzigen Leute, die es gibt. Voller Natur. Vögel. Schlangen haben wir gesehen. Sieht man den? Parkplatz und machen uns auf zum Pantanal. Das wollte ich euch noch kurz zeigen. Ultra Bambus. Das fett raus mal Oberschenkel. Riesig. Juli. Quantas espécies tem aqui no mínimo? Hier an der Sandbank angekommen, bisschen schön nicht tief, noch eine Sandbank, bisschen größeres Gewächszeugs, ist noch ein Vogelhaus, Vogelhäuser. Fazendini angekommen, das ist der Eingang zum Mosquito, ist relativ gut beschrieben. Ich habe vorhin noch gesagt, dass wir einen anderen Wasserfall abchecken, aber das Problem hier ist, es ist nichts angeschrieben. Ja. Ein Schild hin tun, die haben schon irgendwie 15, 20 Schilder hingetan und die werden dann immer wieder abgerissen von den Leuten, von den Guides, die halt dann ihr Geld verdienen möchten mit Tourismus. Darum sind wir jetzt hier, Mosquito, das ist relativ gut angeschrieben. Ich werde euch kurz noch die Fazendinia zeigen hier. Ist relativ simpel gehalten. Hat Essen, Zeugs, um sich zu stärken. Und das ist super schön hier. Blumen. Es hat überall Mango-Trees. Das ist halt schon schade. Jo, also, das war die Fazendinia. Hier kann man essen. Und das ist jetzt der Eingang zum Park. Da werden wir jetzt gehen. Das sind jetzt noch 6 Kilometer mit dem Auto. Dann werden wir da das Auto lassen, parkieren. Und dann ist es ungefähr 1 Kilometer, 20, 25 Minuten runter. Sind wir angekommen. So, jetzt haben wir geparkt. Schauen uns das an. Das letzte Mal, als ich da war, war 2017. Das hat sich alles verändert hier. Sehr wahrscheinlich mehr Tourismus und mehr Leute, die das jetzt kennen. Das ist eine kleine Bar. Und dann hier
Büsche. Und hier unten kommt der Ausblick. Fall ist da hinten da. Jetzt müssen wir hier rüber und dann hier geht's runter. Zack, 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 zack. Das sind glaube ich ungefähr 200 Höhenmeter oder so. Jo, schauen wir sich, wie das so ist. Und ich nehme euch natürlich wieder wie immer. Let's go, los geht's! Ein Wasserfall für faule Abenteurer. Ich habe wieder meine Flippies montiert. Ich mag ja die Wanderschuhe, die ich gekauft habe, die hat mir zu harte Blasen gemacht. Ja, hier kann man baden. Es lohnt sich wirklich, sich einen ganzen Tag einzuplanen für diesen Moskito. Ja, das Essen, chillen. Ein Tag mit Familie, wenn du Abenteurer bist oder ein bisschen mehr erleben möchtest, kannst du so zwei, drei Sachen einplanen mit diesem Wasserfall. Erste Brücke. Nice, erstes Hindernis haben wir hinter uns gelassen. Und der Eingang. Ein Kilometer ist da relativ okay zum Laufen. Ihr seht, sandiger Boden. Kopf nicht anschlagen, aufpassen. Sieht man schön die Menschenhand, die hier diesen Pfad gemacht hat. Schön ausgetreten. Wirklich nichts sagen hier. Schaut euch diese Straße an. Super gezimmert. Jetzt habt ihr angefangen runter zu gehen. So ein Mix zwischen Sand, Steine und gepflastertem Weg. Genau, oder? Wir laufen noch weit oben. Wir laufen da oben. Da oben. Aber da, wo wir gekommen sind. Hier sogar eine Treppe. Also, ultimativer Luxus hier. Schaut euch das an, ja. Das letzte Mal, als ich da war, hat es das nicht. Da musste man noch ein bisschen mehr kämpfen. Aber das war 2017, 6 Jahre her. Und man weiß ja, die Welt verändert sich. Jo, super easy, schaut euch das an. Da kann jetzt auch noch meine Großmutter könnte das jetzt auch noch machen hier. Also wirklich für faule Abenteurer, dieser Wasserfall. Moskito, Cachoeira dos Mosquitos. Eine Höhle, falls es regnen würde, kann man sich hier verstecken. Massiv. Schaut euch dieses Massiv an. Ein Haus, das hat es letztes Mal auch noch nicht. So, sind wir unten angekommen. Da ist er ja. Gute Idee!
bisschen auskundschaften, was es hier so gibt. Und später werden wir den Sonnenuntergang auf dem Bai Inacio, dem Symbolbild von Chapada, machen. Ich hoffe, wir kommen rechtzeitig zum Sonnenuntergang dort an. Schatz, wo ist mein Schatz? Ich hätte lieber den Headstripe mitgenommen. Wow, wow, wow! Schieß mal! Gefährlich, weil meine Füße noch voller Sand sind. Wow. Schon kaputt. So, sieht ungefähr ähnlich aus hier. Große Steine, kleine Becken. Ja, ich werde wieder zurückgehen und dann sehen wir uns beim Bau Inacio wieder. Beim Bai Inacio. Hier ist der Parkspot. Läuft eigentlich gut mit Flippis. Flippis montiert. Sollte laufen. Habe noch eine Stirnlampe dabei. Wir werden jetzt hier den Sonnenuntergang genießen auf dem Bai Inacio. Gleich sind wir oben. Oben auf dem Pai, super Ausblick ins Tal hinein. Machen jetzt einen 360 und ich führe euch hier ein bisschen rum. Schöne Höhle, um zu übernachten. Willkommen zu einem neuen Video von mir. Voller Kaktusse hier und andere Flora und Fauna.
Heute geht's zum Cachoeira da Buracão. Und hier Ananas, keine Ananas, wir nennen das Abacaxi hier. Sind jetzt hier ungefähr 30 Kilometer über Schotterpisten gefahren. Sind jetzt hier angekommen, das habe ich leider alles nicht so gefilmt, weil ich am Fahren war. Jetzt geht's zum Wasserfall, Buracão, also das große Loch übersetzt. Ich bin wieder mal mit den Flippies unterwegs. Der Guide hat gesagt, das ist eigentlich alles okay. Und wir haben eine Schwimmweste da, wir müssen einen Fluss überqueren. Dann werden wir von oben auf diesen Wasserfall schauen und werden durch die Schlucht. Nehmt euch mit, wie immer. Bleibt dabei. Só lá no finalzinho que tem esses 300 metros descido, o resto é de boa. Pode ficar à vontade para foto, beleza? Uhum. Não querer fazer foto, só falar. Lang gemacht, safe. Brasilianische Ingenieurskunst. Erste Hürde. Ja, ihr merkt's, mein Deutsch ist ein bisschen abgekackt, weil ich jeden Tag 3-4 Sprachen spreche. Ist mein Deutsch halt immer ein bisschen im Hintergrund. Falls euch das stört, schreibt es mal in die Kommentare. Falls euch das nicht stört, ist auch gut. Sind jetzt hier auf dem Weg. Super easy, Flippies montiert. Ich habe auch noch andere Schuhe dabei im Falle der Fälle, aber der Guide meint, wenn du trittsicher bist, dann sollte das eigentlich kein Problem sein. Termitennester, das letzte Abenteuer von unserem Chapada Trip. Falls euch der Trip gefallen hat, lasst doch mal ein Like da, schreibt einen Comment. Versucht dann noch auf der Map zu zeigen, wo wir sind. Das ist wirklich am Piep der Welt. Ibiquarara, ich zeige das da auch noch auf der Map, versuche das dann irgendwie einzublenden, wo das ist. Und der Park wurde erst 2001 eröffnet hier, den gibt es ungefähr 20 Jahre und absolut unbekannt, also den ausländischen Touristen kennen den nicht. Da gibt es wirklich nur Inlandtourismus, ein paar Franzosen, die hier kommen. Aber sonst ist es sehr, sehr unbekannt hier, das Ganze. So viel zur Story. Die erste Kletterpartie fängt schon an. Aber ja, wie immer, kein Thema für uns. Aufpassen, wenn diese Steine voller Sand sind, dann ist die Rutschgefahr groß. Aber ja, momentan alles im Lot. Hier schon mal so ein kleines Wasserfall-Dings. Wir müssen jetzt ungefähr 3 Kilometer laufen, zum Buracão zu kommen. Also das Wasserloch, großes Wasserfallloch sozusagen. Ja, dann, wenn es etwas Spannendes gibt, hole ich euch wieder ran. A gente precisa atravessar aqui, né? Não. Es ist gemeint hier, wenn es 3 Tage regnet, dann wird das Flussufer, das Wasser kommt bis über hier und da gibt es keine Möglichkeit mehr, um den Wasserfall abzuchecken. 80% dieses Wassers gehen zu diesem Wasserfall, den wir jetzt abchecken werden,
und 20% gehen zu zwei anderen Wasserfälle, die in der Nähe sind. Eine heißt Okidia und der andere habe ich vergessen, wie der heißt. Die werden wir leider nicht abchecken, weil zu wenig Zeit, aber den größten und schönsten der Region werden wir für euch oder werde ich für euch festhalten. Jetzt sind wir über Stock und Stein. Ich habe jetzt die anderen verloren. Ha, cool. Klassiker, Klassiker. Jo, ich habe die anderen wirklich verloren. Das ist mein Spot. Schön. Wir sind wieder auf dem Weg. Ich war ein bisschen verwirrt, weil ich für euch Zeugs filmen wollte und die anderen natürlich wegrennen. Hier wieder mal der Weg. Ja, den Anschluss darf man nicht verlieren. So ist es. Wie im Leben. Im richtigen Leben. So wie auf deinen Abenteuern. Darfst du einfach den Anschluss nicht verlieren. Sonst wird gefährlich. Oh, schaut. Habt ihr gesehen? Da ist er. Ja. Ups. Dann ist er da rein. Da ist er. Ups. Ja. Flower. Der Guide hat uns jetzt gleich erzählt, bis 800 Leute pro Tag sind zu diesem Wasserfall gegangen. Jetzt hat die Parkaufsicht das auf 300 Leute pro Tag reduziert. Heute sind wir, glaube ich, paar der einzigen, die da sind. Das ist der Low Season. Aber der Wasserfall ist super voll gefüllt mit Wasser und ich kann es kaum erwarten, euch den zu zeigen. Der Guide wartet bereits schön. Willkommen beim Grand Canyon von Bahia. Die Mutigen können hier runterjumpen, machen die heute nicht. Da formen sich die Canyons und weiter vorne ist dann dieser Wasserfall. Hier kommt jetzt die ganze Wassermasse, die wir da vorne entdeckt haben. Kommen hier durch diese zwei kleinen Wasserfälle durch. Boom! Füllen diesen Canyon. Und die nennen ihn den kleinen Grand Canyon von Bahia. Aufpassen, wo man hinsteht. Ist alles scharfkantig. Oh. Scharfkantig und nicht sehr freundlich hier, dieser Stein. Komplett scharf. Und ich mit den Flippies.
sind jetzt auf der anderen Seite des Canyons angekommen. Respektive der Canyon geht noch weiter hier. Atemberaubend. Komplett unbekannt. Ich habe keine Ahnung, wie schön dieser Ort ist. Absolut unglaublich. Sieht aus wie künstlich. Komplett künstlich. Hier dieser Wasserfall. Vorsicht mit dem Flippy. Das Garganta, also das Garganta ist der Rachen. Und hier kommt jetzt der Wasserfall runter. Wir werden auf der anderen Seite schauen und wir werden von unten durch den Fluss kommen und den von unten anschauen. Auf jeden Fall dabei bleiben, es wird abenteuerlich. Hände losgelassen, so ich für das Bild. Und mit beiden Händen muss ich mich hier festhalten, sonst nicht witzig. So. Jetzt geht's hier runter und das Loch durch ab. Hier seid ihr sicher. Jetzt geht's runter. Ich habe einen Headstripe montiert, damit ich für euch ein besseres Bild hinbekomme, wie hier dieser Abgang geht. Ja, super easy. Wow! Fass auf die Fresse gefallen. Ja, muss schon aufpassen. Durch diesen Baum an. Urwaldriese. Wenn jetzt hier durch das Loch gehen. Das ist auch witzig hier. Sieht aus wie so ein Ninja-Parcours. Oder vielleicht ist das für die Klettersachen oder um Zeugs aufzuhängen, bevor man in den Canyon reingeht. Ich frage nochmals nach. Ich glaube aber eher, das ist um. Ja, keine Ahnung. Was denkst du?
Was denkst du? Schreib es in die Kommentare. Lösen wir das später im Video mal noch auf, für was das war. Da müssen wir jetzt durchschwimmen und da kommen wir zum Wasserfall. Mein Guide. Wir essen jetzt kurz etwas, ein bisschen Blutzucker hoch, damit wir hier, hat es eine Strömung. Ja. Man kann oben durchklettern über die Steine oder durchschwimmen und wir haben uns für die nasse Variante entschieden. Da werde ich euch jetzt hier in meinen Cover packen. Ihr werdet mich dann nicht mehr so gut verstehen, aber die Kamera bleibt safe und das Abenteuer kann ich für euch dokumentieren. Es geht los. Getrocknete Bananen gibt super Energie. Die beste. Da sind wir durchgeschwommen. Hier ist jetzt die Garganta. Und da ist er.
Beste Leben nach dem Wasserfall. Ein heißes Käffchen. Meine Hände zittern wie Espenlaub. Ein Erlebnis, das ihr einfach machen müsst. Wenn ihr hier in Bahia seid, Brasilien, Chapada Diamantina, Cachoeira, Buracão. Ich werde den Guide wieder in der Videobeschreibung verlinken, falls ihr auch mal Bock habt so auf so ein Abenteuer hier. Ich wollte euch noch kurz etwas zeigen. Der Guide hat uns noch ein paar interessante Facts gegeben. Sein Vater war einer der ersten Guides hier und er hat gesagt, er hat es diesen Weg noch nicht gehabt und die mussten dann alles hier an den der Wand entlang laufen hier. Anderer interessanter Fakt, ihr seht diese Brücke hier. Das Wasser ist da unten bei Hochwasser 8 Meter über diesem Teil. Wasser kommt bis hier hoch. Das ist unglaublich. Schaut euch das an, bei Hochwasser 2021. Diese Brücke hier hatten die irgendwie 7 bis 8 Mal neu gemacht. Jetzt ist es eine Eisenbrücke und 7 Männer müssen die tragen. Bei Hochwasser oder bei viel Regen nehmen sie sie weg und dann werden sie die da oben hin tun. Das letzte Mal beim Hochwasser haben sie diese Ringe vergessen, die Rettungsringe. Und dann haben sie die, seht ihr diese Bäume, da oben gefunden. Unterschätzt nie die Macht der Elemente Wasser, Feuer, Wind. Das sind einfach Kräfte, mit denen ist einfach nicht so Spaß. Lösung zu unserem Rätsel. Was war das? Das ist doch kein Ninja Warrior. Da haben sie die Schwimmwesten aufgehängt vor der Pandemie. Jetzt benutzen sie diese Struktur nicht. Und das Wasser, das ich vorhin gesagt habe, ist bis hier hochgekommen. So krass. Wenn ihr Lust auf ein richtiges Abenteuer habt, hier könnt ihr euch noch abseilen. Und da kommt ihr hier zum Buracão. Für die Parkwächter. Kleine Sonnenschutz. Ja, wie gesagt, von den Elementen muss man sich schützen. Die Frucht der Region, der erste Mangaba-Baum, da oben hat es noch ein paar Früchte und die kann man erst ernten, wenn die runterfallen. Mhm. Süß, super fein. Wie beschreibe ich das? Keine Ahnung, bin nicht so gut mit Geschmäcker beschreiben, aber das müsst ihr mal probieren. Mangaba, google das mal. In der Region, wo ich wohne, da machen wir Mayonnaise mit Mangaba und ich sage euch, das ist die beste Mayonnaise, die es gibt. Da gibt es hier noch diese 2 Kerne und wie ihr mich kennt, werde ich die professionell einpflanzen. Das war mein Guide heute, Dede von como chama sua cidade? Ibicoara. Ibicoara. Er macht viele Trips hier in der Region. Falls ihr Bock habt und Lust habt, ihn als Guide zu mieten, schreibt es in die Kommentare und ich werde euch ihn weiter verlinken. Ananas, Frucht der Götter. Schaut euch das an. Kurz ein, zwei coole Facts über Ananasse oder Ananas. Keine Ahnung, wie das auf Plural heißt. Man kann die Ananas, wie ihr das kennt, hier schneiden und dann das einpflanzen.
Das hier geht dann einfach ungefähr 2 Jahre, bis es dann wieder eine Frucht gibt. Am besten nimmt man dann von der Mutterpflanze, die macht solche kleinen Puppies. Das ist besser, dass man so eine kleine Puppy nimmt, dann einpflanzt. Es geht dann nur 1 Jahr, um das zu pflanzen. Und hier sieht man, wenn man dann die abbricht, kommen hier schon die nächsten raus. Die nächsten Ananaschen. Hier auch noch mal kurz, das ist eine andere Sorte. Da haben wir 3, 4 oder mehrere verschiedenste Arten von. Não, eu chego.